Der Anglerhut ist wieder auf, das heißt, es geht wieder auf eine Kanutour. Hier auf unserem Übernachtungsplatz. Wir haben gestern das meiste der Strecke schon gemacht, über die Hälfte. Wir haben jetzt noch ein bisschen weniger als die Hälfte für heute und morgen. Das heißt, wir können das vor allem bei den Temperaturen ganz entspannt angehen lassen. Gestern war es so warm, wir hatten über mehrere Stunden über 42 Grad im Auto. Und deswegen haben wir auch uns dann abends diesen Parkplatz hier ausgesucht. Und das Wichtigste an diesem Parkplatz ist einfach, dass wir einen See haben. Denn wir sind gestern Abend angekommen und es war so warm. Wir hatten Hunger und zwar warm. Wir haben als allererstes Auto ausgemacht, Badehose angezogen und sind in den See gehüpft und haben uns erst danach was zu essen gemacht. Ein kleines Stück gefahren, haben uns unterwegs bei der Bäckerei Baguette geholt und haben es dann hier auf diesem kleinen Rastplatz, kann man sagen, gegessen. Also wir haben uns ja einen schönen Parkplatz für die Nacht auf Park von Hyatt rausgesucht, aber so diese Wege dahin, die sind halt auch immer irgendwie so ein bisschen abenteuerlich. Wir fahren jetzt schon seit 15 Minuten hier diesen quasi einen Feldweg entlang, in der Hoffnung, am Ende einen schönen Übernachtungsplatz zu finden. Wir sind jetzt bei unserem Übernachtungsplatz angekommen und ich muss schon sagen, der Weg dahin war abenteuerlich, aber jetzt, wo wir da sind, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hier steht unser Auto und hier direkt fließt ein Fluss vorbei. Quasi direkt am Wasser. Nachdem wir wieder den ganzen Tag im Auto waren, gehen wir jetzt noch einmal kurz den Fluss, uns abkühlen, ein bisschen frisch machen. Und morgen geht es dann auf die letzte Etappe. Was warm! Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Wir haben gut geschlafen und jetzt sind wir schon seit bestimmt 20 Minuten unterwegs. Einfach nur auf so einem Feldweg und wir haben erst irgendwie die Hälfte von dem Feldweg geschafft, also Feldweg, das ist eigentlich eine... Der Feldweg hat Verkehrsschilder. Der Feldweg hat Verkehrsschilder. Beleidigt den nicht, bitte. Das ist hier als Landstraße eingezeichnet. Wir haben jetzt bei diesem See hier kurz angehalten und jetzt gibt's Frühstück.
So, wir sind jetzt am Verleih angekommen und was wir gerade machen, ist, wir packen alles, was mit auf die Tour soll, in diese drei Trockentonnen. Und das kommt quasi ins Kanu. Wenn wir noch irgendwie loses Zeugs rumfahren haben, was nicht nass werden darf, oder was eventuell nass werden kann, können wir es auch noch in diese Tüten hier verpacken und die einfach so ins Kanu stellen. Aber so wie es aktuell aussieht, kriegen wir alles, was wir mitnehmen, in diese drei Tonnen rein. Und dann stellen wir die ins Kanu, verbinden die einmal mit Paracord, knoten die am Boot fest. Das für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir kentern sollten. Vielleicht springe ich jetzt später ins Video. Dass wir quasi nichts verlieren. Denn das Boot sinkt nicht, selbst wenn es umkippt. Und so haben wir dann quasi alles beisammen. Also wir haben jetzt hier eine Tonne mit Essen und alles, was wir zum Essen brauchen. Also Holz machen, Töpfe und da unten drunter unsere Trockenmahlzeiten, die ich daheim vorbereitet habe. Dazu später im Video mehr. Dann habe ich hier einmal meine Tonne mit allem. Also da sind meine Klamotten drin, da ist mein Übernachtungszeugs drin, da ist mein Schlafsack drin. Da ist alles Mögliche drin. Wir haben noch eine Taucherbrille mitgenommen, einfach für Unterwasseraufnahmen oder so. Und Max seine Tonne und Max seine Tasche, weil seine Isomatte nicht da reinpasst. Theoretisch haben wir auch noch zwei Trybags. Mein Kamerakoffer muss hier auch noch irgendwo rein. Das Auto bleibt hier stehen. Die ganze Woche, wo wir nicht da sind, oder diese 6 Tage, steht das Auto dann nicht in der Sonne. Das heißt, es ist vielleicht noch bewohnbar, wenn wir zurückkommen. Hoffentlich kommen wir zurück und es ist nichts geschmolzen. Guten Morgen von unserer vorerst letzten Nacht im Camper. Heute geht's aufs Wasser für die nächsten 6 Tage. Hier haben wir jetzt, holen wir gerade unsere Tonnen raus, packen nochmal die letzten Sachen ein. Circa eine Stunde geht's dann mit dem Bus erstmal eine Weile flussaufwärts, sodass wir dann circa in 2 Tagen hier nochmal vorbeikommen. Da haben wir die Möglichkeit, theoretisch nochmal Akkus zu laden, aber mal gucken, ob wir diese Möglichkeit nutzen. Ja, wir haben jetzt alles eingeladen und jetzt schippern wir gleich los. Beim letzten Mal waren wir auf der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gerne hier rechts oben nochmal anschauen. Dieses Mal sind wir in Südfrankreich unterwegs, auf der Dordogne. Das ist ein Fluss, der geht einmal von Ost nach West durch Frankreich. Insgesamt sind wir 120 Kilometer darauf unterwegs. Das machen wir in 6 Tagen. Der Unterschied zum letzten Mal ist, wir schlafen nicht auf Campingplätzen, sondern wir sind komplett wild. Das heißt, wir haben alles dabei, was wir für die Woche brauchen. Wir müssen uns dann abends immer irgendeinen Spot suchen für die Nacht, wo wir dann eben entweder in der Hängematte oder im Biwaksack schlafen. Zwischen den Passagen, wo das Wasser ein bisschen schneller, ein bisschen weißer wird, gibt es auch immer wieder so Passagen wie jetzt hier, wo einfach der Fluss schön ruhig ist, aber es gibt immer noch eine gewisse Grundströmung. Das heißt, selbst wenn wir jetzt so wie jetzt nicht paddeln, bewegen wir uns immer noch ein kleines bisschen. Das ist anders als auf der Mecklenburgischen Seenplatte, wo wir wirklich stehendes Wasser haben, teilweise sogar Gegenwind. Also da hatten wir teilweise, sind wir irgendwie 5 Meter vor und als wir aufgehört haben zu paddeln, sind wir wieder 2 zurück, weil der Wind so stark war. Sowas haben wir hier gar nicht. Also wenn wir hier aufhören zu paddeln, dann haben wir immer noch eine gewisse Geschwindigkeit nach vorne. Aber so können wir auch deutlich schneller Strecke machen. Wir sind 2,5 Stunden rum, wir haben schon über 10 Kilometer und hatten eine Pace von, ich glaube, 5,5 km/h. Kostenloses Wasser. Das ist gerade einfach so ein Wasser rumgeschwommen, so ein 5-Liter Kanister. Ist das noch zu, Max? Es ist nur verschlossen, versiegelt. Das ist doch versiegelt. Also anscheinend haben wir jetzt 5 Liter Wasser, die wir schon mal nicht filtern müssen. Perfekt. Und da links kommt jetzt Wildwasser.
Hier kommt jetzt so eine Bootsrutsche, das heißt, es ist so ein Wehr, wo quasi so ein kleiner Wasserfall ist. Und um den quasi zu umgehen, gibt es da extra so eine Bootsrutsche, wo man dann mit dem ganzen Kanu so wie wir sind einfach runterrutscht. Kleinen Snack zwischendurch gibt es hier so Müsli-Riegel, die ich mir daheim selber gemacht habe. Außerdem gibt es selbstgemachtes Beef Jerky. Ja, mach ich. Ich hol den Topf. Scheiße. Also, Max hat es ein bisschen abbekommen vorne. Du bist nicht mal nass. Ich bin nicht nass, nee. Aber hier steht ein bisschen das Wasser drin. Jetzt kriegen wir jetzt alles wieder raus mit der Tasse. Das Gute bei so einem Anglerhut ist auch, damit kann man prima Wasser schöpfen. Max duckt sich hier einmal gerade weg, dass man sieht, was ich euch sagen will. Und zwar, es passiert immer wieder öfter, dass in der Mitte so eine Insel ist. Und manchmal geht es rechts und manchmal geht es links vorbei. Und weil die Dordogne gerade wenig Wasser hat, wirst du auf einer Seite eigentlich fast immer aufsetzen. Deswegen müssen wir jedes Mal überlegen, wo wir jetzt lang gehen. Und dieses Mal gehen wir links lang. Jetzt ist zum Beispiel so flach, dass wir schieben müssen. Das Schöne ist, man paddelt immer so wie jetzt, es ist relativ ruhig und dann so aus der Ferne hört man ein Rauschen, das ankommt. Dann weiß man, okay, da vorne kommt wieder eine Stromschnelle. GPS-Tracker hat gerade gesagt, wir sind 35 Kilometer mit einer Durchschnittspace von 6,3 km/h gefahren. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon 15 Kilometer über unser Tagesziel hinaus, weil 120 Kilometer in 6 Tagen wären ja theoretisch 20 Kilometer pro Tag. Aber ich war vor 10 Jahren ungefähr schon mal da und ich erinnere mich, dass teilweise Streckenabschnitte waren, wo relativ schön waren, also mal Felswände und Höhlen, wo man zum Beispiel erkunden kann. Und am letzten Tag haben wir auch nicht so viel Zeit, da wir um 3.30 Uhr schon abgeholt werden vom Bus. Wir dachten einfach, dass wir jetzt am Anfang, wo eh so wie hier jetzt einfach nur viel Wald ist, einfach ein bisschen Strecke machen und dann am Ende, wenn es eben interessant wird oder mittendrin, wenn es interessant wird, dass wir uns dann auch mal Tage leisten können, bei denen wir nur 15 Kilometer machen oder so. Außerdem kommen wir auch am Kanuverleih vorbei, wo unser Auto steht und dann können wir zum Beispiel uns auch mal erlauben, einfach mal 2,5 Stunden Pause zu machen und die Akkus zu laden. Als wir gemerkt haben, wir kommen weit über unser Tagesziel hinaus, haben wir gesagt, okay, wir fahren bis 35 Kilometer. Die haben wir jetzt erreicht. Wir haben noch circa eine Viertelstunde Zeit, bevor wir das Wasser verlassen müssen. Da ab 6 Uhr darf das Wasser nicht mehr befahren werden. Und jetzt halten wir uns mal in den letzten 15 Minuten
halten wir mal die Augen offen nach einem Übernachtungsplatz. Nachdem wir heute 38 Kilometer gemacht haben, haben wir jetzt hier unseren Spot gefunden. Wir haben hier unser Kanu hingezogen. Hier hat Max seine Hängematte aufgespannt, direkt am Wasser. Und direkt daneben habe ich meine Hängematte aufgespannt, auch direkt am Wasser. Wir haben jetzt schon alles reingemacht. Isomatte, Schlafsack, Kopfkissen. Heute Nacht wird es nicht regnen, das heißt, wir brauchen auch keinen Tarp. Max bereitet da unten gerade Stöckchen vor für den Hobo, für die Bushbox. Und dazu nehmen wir natürlich Totholz, das liegt hier überall rum. Also können wir uns quasi Essen machen mit diesem Holz, ohne dass wir irgendwie die Natur groß kaputt machen. Nachdem wir den ganzen Tag gepaddelt haben, gehen wir uns jetzt im Fluss waschen. Dafür haben wir so eine Naturseife, die wir auch in natürlichen Gewässern benutzen können. Zu essen gibt es Trockenmahlzeiten, die habe ich zu Hause selber vorbereitet und dann eingeschweißt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kartoffelbrei mit Sojaflocken und einer Zwiebelsuppe, nee, ist eine Tomatensuppe. Das wird jetzt einfach aufgeschnitten, kommt in einen halben Liter kochendes Wasser und macht eine Person gut satt. Wenn es zwei sind, gibt es zwei davon. Wenn es dann gekocht und umgerührt ist und ein bisschen ziehen gelassen ist, dann hat man so einen Kartoffelbrei, hier in dem Fall jetzt, mit frischem Gemüse drin. Also ich habe frisches Gemüse gedörrt. Da nimmt jetzt wieder Wasser auf und generell noch viel Zeug, was gut schmeckt und auch Energie gibt. Den 5-Liter-Kanister, den wir gefunden haben, wir haben darauf geachtet, der war noch verschlossen. Der ist jetzt leer, den haben wir jetzt zum Kochen benutzt und damit unsere Trinkblasen für morgen wieder aufgefüllt. Und wir hatten von zu Hause kein Wasser mitgenommen. Das heißt, es war jetzt mehr oder weniger Glück, dass wir den gefunden haben. Wir haben aber einen Wasserfilter dabei. Max ist gerade dabei, so eine extra Tüte aufzufüllen. Da kommt quasi das Dreckwasser rein, wird dann damit durch den Wasserfilter gedrückt. Und so haben wir dann wieder sauberes Wasser. Und dieses Tuch, das der Max da noch in der Hand hat, das benutzen wir dafür, um das Wasser schon mal vorzufiltern. Dass wenn da irgendwelche Dreckteilchen drin sind, dass die den Filter nicht verstopfen. Haben wir den Topf ins Wasser gestellt, um den ein bisschen einzuweichen. Und jetzt ist da einfach so ein Schwarm an Tellerwäschern, der uns da den Topf sauber frisst. Es ist jetzt 9:30 Uhr, wir sind so kaputt vom Tag und es wird jetzt dunkel, die Schnaken kommen raus. Viel mehr als in unsere Schnaken jetzt Hängematten legen, können wir jetzt auch nicht machen. Dementsprechend begeben wir uns jetzt ins Bett, dass wir morgen so früh wie möglich, sobald wir wieder aufs Wasser dürfen. Wann dürfen wir aufs Wasser? Ab 9 Uhr. Ab 9 Uhr dürfen wir wieder aufs Wasser, dass wir dort dann direkt starten können. Dann gute Nacht, bis morgen.